Jetzt bin ich aufgewärmt. Und noch mehr aktive Konstrukte. Ich kann sie nicht aufhalten. Ihr müsst gehen. Ich verlasse euch nicht. Wir sind gestorben, als wir dieser Aufgabe zustimmten. Wir sind nur eine Weile weitergegangen. Versteckt den Kristall. Versteckt den Folianten. Geht. So viel Tapferkeit im Angesicht des sicheren Todes. In der Familie lernt man sich zu wehren. Sie wollen uns an den Kragen. Der tote Centurio. Eine passende Ruhestätte für meine Valascha. Der Kristall ist in dem Dampf-Centurio. Wir müssen ihn zerstören.
verlasst jetzt diesen Ort. Wir waren dort erfolgreich, wo diese verwelkte Wurzel Doshia versagt hat, Kamerad. Hier, ich werde ein Portal öffnen, damit wir zurückkehren können. Nehmt den Kristall und den Folianten, gebt sie Merrick. Dann kann er anfangen, in Erfahrung zu bringen, was nötig ist, um die Waffe zu schmieden. Ich habe etwas, worum ich mich kümmern muss, Kamerad. Das Wissen, das wir hier gewonnen haben, hat meinen Geist überflutet. Ich muss den Fluss in den richtigen Lauf leiten. Ich bin sicher, wir werden bald wieder miteinander sprechen. Wartet, bis sie gegangen ist. Ich muss mit euch sprechen. Ich sehe euch am Fluss, Kamerad. Bitte, sprecht mit mir. Ich habe nur wenig Zeit zum Reden. Ihr seid in Gefahr. Es ist eine Gefahr, die ich selbst im Tode nicht ganz begreifen kann. Jemand, der euch nahesteht, hat Pläne. Pläne für uns beide. Pläne, euch zu verraten. Ich bin verankert, gefangen, fortgerissen. Seid auf der Hut, Kamerad! Willkommen zurück aus den Tiefen, Kamerad. Gildenmeisterin sieht alle Farben, sagte mir, ihr hättet etwas für mich. Vielen Dank. Ich beginne sofort mit meinen Untersuchungen. Ihr werdet als erstes kontaktiert, sobald ich die Einzelheiten kenne. In der Zwischenzeit lässt euch sieht alle Farben ausrichten, dass es ihr leid tut, dass sie nicht bleiben konnte. Sie sagte, sie müsse sich um eine dringende Angelegenheit kümmern.